Mit Englisch kommt man auf dieser Welt oft weiter. Jedoch nicht überall. Was ihr dann machen könnt, das erfahrt ihr in diesem Video. Viel Spaß! Hey, ich bin Tim von Tim Ventures und hier geht es um Reisen, Auslandsaufenthalte und noch viele Dinge mehr. Wenn dich das Thema interessiert, dann denk gerne mal über ein Abo nach, um nichts mehr zu verpassen. Schau auch gerne zu jeder Zeit des Videos in die Videobeschreibung, wo ich dir Texte und Links zu den Sachen im Video verlinke. Mittlerweile lernen wir ja schon fast zu Beginn an in der Schule im Englisch und sind damit auch gut für die große, weite Welt gerüstet. Doch habt ihr schon mal überlegt, was ihr macht, wenn ihr an weniger touristische Orte in zum Beispiel Südamerika kommt oder auch in Ländern wie Japan, der Mongolei, wo die Leute einfach, ja, also wo wirklich nur sehr wenige Leute Englisch sprechen. Ja, und die lächeln einen dann meist freundlich an, haben einen verständnislosen Blick drauf oder zucken mit den Schultern, weil sie leider einfach nicht verstehen, was ihr von ihnen möchtet. Und dieses Problem möchte ich mit diesem Video einfach mal angehen und euch ein paar Tipps mit an die Hand geben, wie ihr das Problem lösen könnt. Natürlich hilft es, wenn man die Sprache lernt, allerdings ist das natürlich nicht für jede Reise möglich und man kann ja auch schlecht von jedem Land, in dem man reist, die eigene Sprache lernen. Vor allem, weil ja zum Beispiel eine Sprache wie Japanisch schon ziemlich komplex ist. Dennoch sollte man möglichst einfache Vokabeln sich durchaus anschauen, also dass man die grundlegenden Sachen drauf hat, wie bitte, Dankeschön, wie komme ich zu hin, die Rechnung bitte, dass man einfach im Vorhinein vor jeder Reise sich kurz mal nachguckt, was bedeuten denn eigentlich diese Standardbegriffe, damit ihr die im Zweifelsfall benutzen könnt, wenn ihr etwas möchtet oder nach etwas sucht etc. Tipp Nummer 2, mit Händen und Füßen ist einiges möglich, also rein durch Gestiken kann man oft viel, so ich möchte dahin oder wo finde ich was zu essen, ne? Also es sieht vielleicht alles ein bisschen lächerlich aus, aber es hilft tatsächlich und man kann sich auf jeden Fall so verständlich machen. Man muss sich nur ein bisschen aufpassen, weil in manchen Ländern kann es dadurch passieren, dass man in so kleine Fettnäpfchen reintritt. Zum Thema Fettnäpfchen habe ich auch bereits schon mal ein Video gemacht, welches ich euch gerne oben und in der Beschreibung verlinke. Denn in manchen Ländern und Sprachenkulturen bedeuten manche Zeichen, wie zum Beispiel Daumen nach oben oder sowas, ganz unterschiedliche Dinge und das kann dann ganz schön nach hinten losgehen. Und ja, deswegen informiert euch vielleicht auch darüber, ob es irgendwelche Festnäpfchen gibt. Aber sonst, ja, ihr seid Tourist, also man wird es euch, glaube ich, grundsätzlich auch immer verzeihen. Ja, zeigen und mit Füßen und Händen zu zeigen, was man machen möchte, ist auf jeden Fall auch eine gute Sache. Der nächste Tipp ist, ein paar praktische Apps mit auf dem Handy zu haben. Das kann der Google Übersetzer sein, der hat mittlerweile echt krasse Features. Also man kann das den Personen ja auch einfach hinleiten, die können ihre Sachen eingeben, dann kann man es auf seiner Sprache angucken, kann wieder zurücktauschen in der eigenen Sprache, also zum Beispiel Deutsch eintippen, das dem wieder anzeigen lassen. So kann man auch kommunizieren. Zudem haben die weitere mittlerweile an coolen Features, wie zum Beispiel, dass man die Kamera nutzen kann und dann mit dem Handy auf ein zum Beispiel Schild filmt und der Google-Übersetzer übersetzt dann in Echtzeit dieses Schild in eure Sprache. Das ist natürlich auch mega praktisch. Weiterer cooler Tipp ist es, Einheimische kennenzulernen, am besten irgendwelche Studenten, die können auch meistens Englisch. Und ja, eventuell findet ihr welche, die Lust haben, euch die Stadt zu zeigen und können dann auch für euch in deren Sprache bestellen. So habt ihr einen coolen Einblick in die Kultur und gleichzeitig jemand, der euch mit der Sprache hilft. Als wirklich coole Sache hat sich mittlerweile auch das Ohne-Wörterbuch erwiesen. Das ist ein Buch, da sind einfach nur Bilder drin von allen möglichen Sachen und das könnt ihr halt einfach mitnehmen und dann könnt ihr auf diese Bilder in diesem Buch zeigen, um damit halt quasi Sachen zu formen, die ihr möchtet. Zum Beispiel ist da ein Bild vom Flugzeug drin und dann könnt ihr halt damit quasi zeigen, dass ihr zum Flughafen möchtet oder da ist ein Geldautomat und damit könnt ihr halt fragen, wo der nächste Geldautomat ist etc. Wirklich cooles Buch, ich verlinke euch das auch in der Beschreibung. Das kann für einige Länder echt ziemlich praktisch sein. Und es gibt noch eine andere Abwandlung davon, die ist auch unglaublich cool und praktisch und da muss man auch kein Buch rumschleppen. Und zwar ist das so ein T-Shirt, ich habe auch eins davon und dann sind da auf diesem T-Shirt, ich hoffe man kann das jetzt sehen, sind da so Symbole drauf und dann auch quasi von den unterschiedlichsten Sachen, vom Geldautomat etc. Ja, und dann könnt ihr einfach auf die Symbole zeigen, habt das T-Shirt ja sowieso an, könnt vielleicht noch eine Jacke drüber haben, könnt dann aufmachen, sagen, ich möchte gerne was essen und dann kann euch die Einheimischen den Weg dahin zeigen. Also wirklich praktische Sache und
Ja, den Link zum T-Shirt packe ich euch natürlich auch in die Videobeschreibung. Und das war's auch schon mit diesem Video. Ich hoffe, es hat euch weitergeholfen. Wenn ihr noch weitere coole Tipps habt, schreibt die gerne auch in die Kommentare unter das Video. Dann haben die anderen auch noch was davon. Und ja, jetzt würde ich mich noch freuen, dass, wenn dir das Video gefallen hat, du es gerne mit einem Daumen nach oben unterstützt. Schreib mir gerne irgendwas in die Kommentare, wenn du weitere Fragen hast. Ich gehe gerne darauf ein und abonniere diesen Kanal, um nichts mehr zu verpassen. Hier erscheinen nämlich noch viele weitere coole Videos zum Thema Reisen, Auslandsaufenthalte etc. Also dann, bis zum nächsten Mal. Ciao!